Also um das vorab mal gleich klarzustellen, Nvidia ist natürlich ein ganz fantastisches Unternehmen und ja, die KI-Euphorie ist total berechtigt, ist 100% berechtigt, denn KI wird den Tech-Unternehmen extrem viele massive Umsätze bringen. Die sehen wir zwar noch nicht, aber die werden ganz bestimmt kommen. KI wird mit Sicherheit die Produktivität durch die Decke schießen lassen. Das sehen wir zwar noch nicht, aber es wird bestimmt kommen. Amen. Aber wir wollen uns dennoch mal eine Geschichte anschauen, die ich sehr merkwürdig finde. Und zwar Nvidia, darauf hat die Wall Street ja gewartet, darauf hat die gesamte Finanzwelt gewartet, wenn das wertvollste Unternehmen der Welt die Zahlen bringt. Und bei diesem Unternehmen fällt auf, dass die nicht bezahlten Rechnungen schneller steigen als der Umsatz des Unternehmens. Und das ist gewiss etwas merkwürdig, wie ich finde. Was ist da los? Warum passiert das, wenn Sie jetzt irgendwie für Finanzen in einem Konzern zu zuständig werden, dann würde mich das nervös machen. Wir wollen uns die ganze Geschichte mal anschauen und gucken, was hier der Fall ist. Hier sagte zum Beispiel ein Artikel, der sich mit dieser Geschichte beschäftigt: Wir haben jetzt die Außenstände, also unbezahlte Rechnungen, die sind von Januar knapp 10 Milliarden auf jetzt 17,5 Milliarden, 17,69 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist ein Anstieg von um und bei 77%. Und im letzten Quartal alleine sind die offenen Rechnungen, also die unbezahlten Rechnungen, um 21% gestiegen. Wir werden gleich sehen, dass der Umsatz in diesem Zeitraum, also im letzten Quartal von Nvidia, um 16, mal irgendwas Prozent gestiegen ist, die offenen Rechnungen um 21%. Wir sehen also, da ist etwas los und man stellt sich die Frage, was passiert denn jetzt da eigentlich? Das könnte, wie es hier heißt, auf eine vorzeitige Umsatzrealisierung hindeuten. Und das Lustige ist, oder das vielleicht auch leicht Anrüchige ist, dass Nvidia sich ja durch PricewaterhouseCoopers, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, extra hat in seine 10K-Files reinschreiben lassen, dass man also unrealisierte Gewinne, sprich offene Rechnungen, jetzt schon ins aktuelle Quartal einbuchen kann. Man kann also so tun, als wären die Rechnungen bezahlt, als wäre das Geld da, auch wenn dem gar nicht so ist. Und die Frage, die sich jetzt stellt, aus meiner Sicht, wie viel von nicht realisierten Gewinnen sind respektive Rechnungen, nicht bezahlten Rechnungen, sind denn eigentlich jetzt eingebucht in als Umsatz bereits? Und das Ganze wollen wir uns hier mal anschauen. Also entweder haben da ein paar Leute Zahlungsschwierigkeiten, vielleicht Stichwort Supermicrocomputer, dieser Konzern, der ja so jetzt in Verdacht gekommen ist, dass da was nicht stimmt. Oder haben die da irgendein Problem mit Außenständen? Was ist da los? Jedenfalls kann es sein, dass man eben den Umsatz nach oben bringt auf Kosten des Cashflows, indem man eben praktisch hier behauptet, oh, die Zahlungen sind eingegangen. Aber faktisch ist das Cash ja gar nicht auf dem Konto. Und das Ganze wollen wir uns hier mal anschauen. Hier habe ich mal aus unserem Bloomberg Terminal die Umsatzentwicklung von Nvidia mal raus. Praktisch exzerpiert, könnte man sagen. Und wir sehen, im ersten Quartal diesen Jahres, das ist hier Q1 25, hängt mit der Bilanzierungsmethodik der Amerikaner zusammen. However, da hatte Nvidia 26 Milliarden Dollar, also hier dieser zweite Balken in der Mitte. Dann im vorletzten Quartal 30 Milliarden und jetzt 35 Milliarden Dollar. Fürs nächste Quartal sind prognostiziert 37 Milliarden Dollar. Und wir sehen, dass die Außenstände also bei einem Umsatz von 35 Milliarden Dollar 17,7 Milliarden Dollar betragen. Jetzt sind diese Außenstände natürlich Dinge, die sich akkumulieren. Ja, ich habe offene Rechnungen draußen, aber ich muss ja eigentlich davon ausgehen, dass dann irgendwann eben offene Rechnungen auch bezahlt werden. Dann liefere ich wieder Chips, dann habe ich eine offene Rechnung, dann bezahlt Kunde A die Rechnung, die ich schon in länger rausgeschickt hatte, bevor B Kunde dann irgendwann auch bezahlt. Aber hier sehen wir, dass eben der Anstieg der unbezahlten Rechnungen deutlich schneller ist als eben der, oder zumindest schneller ist als eben der Umsatz. Und eine Frage, die eben im Earnings Call, also gestern in diesem Call nach der Veröffentlichung der Zahlen eben nicht gestellt wurde, ist eben, was ist denn eigentlich mit SMCI, also Supermicrocomputer? Hier hieß es ja, okay, Nvidia redirected jetzt Orders.
Immerhin, Super Microcomputer dürfte der dritt- oder viertgrößte Kunde gewesen sein. Es gibt jetzt das Verdachtsmoment, dass Softbank Nummer 1 Kunde ist, aber das steht auf dem anderen Blatt. Jedenfalls, was ist denn eigentlich mit SMCI, die jetzt gerade nochmal ein Delisting vermieden haben, nachdem sich ein Wirtschaftsprüfer gefunden hat, der gesagt hat, wir wissen von gar nichts, wir sind naiv und haben nicht in Erfahrung bringen wollen, warum Ernst & Young das Wirtschaftsprüfungsmandat bei Supermicrocomputer komplett abgelehnt hat. Deswegen konnte man ein Delisting bei Supermicrocomputer vermeiden. Dann, was ist eigentlich mit Blackwell? Hier scheint es irgendwie weiter Verzögerungen zu geben. Da war ja auch die Frage, die Chips scheinen zu überhitzen. Was ist eigentlich mit diesen älteren Chips H100, Supply and Inventory Levels? Also habt ihr da viele auf Lager, kriegt ihr die überhaupt noch verkauft etc.? Das sind so Fragestellungen, die eben natürlich nicht in diesem Earnings Call gestellt wurden. Und natürlich ist es auch so, dass wenn du in höhere Sphären kommst, einfach prozentual nicht mehr so viel draufpacken kannst. Das ist das Gesetz der Finanzmathematik. Wir sehen also hier Revenue erwartet 37,5%, nicht Prozent, sondern Milliarden. Und damit sinkt natürlich die Wachstumsdynamik. Das geht nicht anders. Das würde ich dem Unternehmen jetzt auch nicht vorwerfen. Aber wichtig ist vielleicht, dass Nvidia natürlich Non-Gap berichtet. Hier in Europa ist das nicht erlaubt. Hier ist eine solche Bilanzierungsmethodik, die sehr viel Goodwill letztendlich erlaubte, nicht vorgesehen, kann man hier nicht machen. Es gibt ja auch Gap-Bilanzierung, aber das wäre dann ein bisschen zu streng, also lässt man es dann ein bisschen besser weg. Hier sehen wir übrigens auch Earnings per Share tendiert auch klar nach unten, also Gewinn pro Aktie. Wie gesagt, damit kann man Nvidia keinen Vorwurf machen, weil schlichtweg das Gesetz der hohen Zahl ist. Aber was ein bisschen merkwürdig ist, die Umsatzprognose von Nvidia hat enttäuscht, vor allem Flüsterschätzungen enttäuscht. 37 und ein paar zerquetschte Milliarden. An der Wall Street ging so das Gerücht, naja, 40, 41 Milliarden werden es wohl sein. Gleichwohl spricht aber mal wieder der gute Jensen Huang, dass die Nachfrage so incredible sei und alles so incredible und wir können gar nicht so viel, wie eigentlich gewollt ist. Wenn all das so incredible ist, warum ist dann die Umsatzprognose nicht dem entsprechend, was eigentlich erwartet war? Also, da muss man schon ein paar Fragen stellen. Ein paar Fragen werden sich auch die Optionshändler stellen, denn Nvidia ist ja mit Abstand der mit Optionen am meist gespielte Wert. Und jetzt hatte man erwartet, eigentlich, dass eine Bewegung von ja, 8%, 9% bei Nvidia drin sein würde. 13 Dollar um und bei, dann ist es aber viel weniger gewesen. Die Aktie zwischenzeitlich mal 5% im Minus, dann teilweise sogar kurz ins Plus gedreht, dann wieder leicht ins Minus gedreht oder 1-2% ins Minus gedreht. Und da dürften wahnsinnig viele sowohl mit Puts als auch mit Calls Geld verloren haben. Da werden sich die Dealer, die diese Optionen verkaufen, richtig die Hände reiben. So oder so. Wir haben natürlich wieder tolle Zahlen gesehen und so weiter und so fort. Jetzt mal jenseits der Frage, wie viel an offenen Rechnungen man bereits jetzt eingebucht hat. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Frage. Denn damit kann man so ein bisschen den Umsatz aufhübschen. Und wenn du Jensen Huang bist, der CEO von Nvidia, und du hast diese gigantische Markterwartung, was machst du? Dann machst du alles, was irgendwie geht, damit du nicht komplett enttäuscht und buchst rein, was irgendwie nur rein zu buchen ist. Und wir sehen, dass aber die die Prognose dennoch enttäuscht, dass man irgendwie nicht zufrieden ist mit dem, was man da gesehen hat. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wir haben ja diesen sehr steilen Kanal auf wöchentlicher Ebene bei der Nvidia-Aktie. Und droht man da rauszufallen? Machen wir einen Doppeltop? Ja oder nein? Da wird man gespannt sein, wie heute die Kursentwicklung ist. Und die Kursentwicklung gestern war bei MicroStrategy, so ein anderes Hype-Unternehmen, nämlich das von Michael Saylor, war die meistgehandelte Aktie sogar vor Nvidia gestern, und zwar deutlich. Also das, oder nicht deutlich, aber das ist schon auffällig gewesen. MicroStrategy ist so gerade vielleicht im Bereich 100, gestern habe ich gesehen, mit dem Anstieg Nummer 96 ungefähr.
der marktkapitalisiertesten Aktien in den USA, aber gestern die größten Umsätze sogar vor Nvidia und vor Tesla. Normal sind Nvidia und Tesla praktisch immer unangefochten an der Spitze. Also wir sehen, dass das schon ein bisschen krass ist. Das gab es zuletzt bei GME, also hier GameStop. Und wir haben eine ähnliche, wie soll man sagen, Euphorie um einen Einzelwert, der hier der Fall ist, MicroStrategy. Die Aktie jetzt sogar nochmal 9% gestiegen, nachdem es gestern ja schon 10% nach oben gegangen war, weil Bitcoin steigt. Bitcoin auf 97.000 gestiegen und da denkt sich der gute Michael Saylor, ja gut, ne, dann mache ich noch mal mehr Schulden und dann kann ich noch mehr Bitcoin kaufen, okay, super. Und die Leute sagen, ah, wir brauchen MicroStrategy, der macht das ja super, wir zahlen zwar nur das Dreifache dessen, was Bitcoin direkt kosten würde, weil eben die Aktie eine höhere Marktkapitalisierung, dreimal so hohe Marktkapitalisierung hat, wie es praktisch an Bitcoin-Beständen hat, und alles andere ist praktisch wertlos bei MicroStrategy. Also das ist schon interessant und ja, wie kann man das nicht als Ponzi-Schema bezeichnen? Du siehst, wie der Kurs von MicroStrategy nach oben geht. Der gute Michael Saylor selber verkauft aber seine Aktien teilweise, um Bitcoin zu kaufen, aber vor allem macht er neue Schulden, um Bitcoin zu kaufen. Dadurch regt er die Nachfrage an. Das Ganze bringt wiederum den Kurs von MicroStrategy nach oben, weswegen gleichzeitig auch seine Assets steigen, also seine Sicherheiten steigen, weswegen er mehr Kredite aufnehmen kann, weswegen dann eben er mehr Bitcoin kaufen kann, weswegen Bitcoin steigt. Dann immer dieses Schema, also praktisch ein permanent durchgehebeltes Schema, das so lange funktionieren wird, wie eben Bitcoin nicht dramatisch abfällt. Und das Ganze ist ja nicht 100% ausgeschlossen, dass das mal passieren wird. Aber nein, dieses Ponzi-Schema lebt. Und der gute Michael Saylor, der hat schon mal oder ist schon mal auffällig geworden. Und raten Sie mal, wann? In der Dotcom-Blase. Es gibt so Typen wie Michael Saylor, die sind bei jedem Tech-Hype dabei, ob das jetzt im Jahr 2000 oder 2001 ist oder dann jetzt eben im Jahr 2024 mit Bitcoin. Denen ist im Grunde egal, was da wahrscheinlich sie hypen können. Hauptsache, sie können es hypen. Das ist ein Typus, der ist natürlich total überzeugt von Bitcoin, weswegen er ja auch teilweise seine Aktien verkauft, die er hat. Also wir sehen, das ist ein Spiel, das wahrscheinlich ebenso enden wird, früher oder später, aber jetzt sagen alle, Mensch, Fugmann, du bist doch irgendwie, du verstehst es nicht und so weiter. Ich habe halt Dotcom-Blase erlebt, Finanzkrise erlebt, als es hieß, Immobilienpreise steigen immer, und seltsamerweise passiert dann das, was immer passiert, die Schwerkraft kehrt irgendwann zurück, während alle glauben, dass Fahnenstangencharts endlos steigen, und das ist jedes Mal dasselbe, dann kommt irgendwann die Ernüchterung, dann schweigen die, die vorher gesagt haben, du hast keine Ahnung, und ich bin wahrscheinlich immer noch da, hoffe ich zumindest, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie es weitergegangen ist, sehen wir an den Aktienmärkten jetzt, die US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von 60 Billionen Dollar. Das ist eine Verdopplung in nur 4 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Das Ganze übertrifft damit natürlich den europäischen und den asiatischen Aktienmarkt kombiniert bei weitem. Und das angesichts der Situation, dass wir seit August eigentlich sehen, dass die Gewinnerwartungen für die Unternehmen fallen. Und jetzt kommt noch Seth Donald. Jetzt erwarten alle ja eigentlich, dass die Gewinne steigen. Warum sinken dann die Gewinnerwartungen? Da könnte es vielleicht aufgrund der unkonventionellen Politik von Seth Donald auch ein bisschen schwieriger werden, vielleicht für einige Firmen. Hier sehen wir jetzt, Microsoft und Apple sind ja deutlich zurückgeblieben. Tech könnte Schwierigkeiten bekommen. Das ist ja immer meine These, wenn Trump jetzt an die Macht kommt. Wir sehen Apple deutlich schwächer als der Nasdaq, Microsoft ist schwächer. Jetzt sagt Morgan Stanley, Mensch, die sind jetzt bereit für einen Rebound, kann durchaus sein. Und das Erstaunliche ist, dass eben gerade diese beiden Dickfische, also die Nummer 2 und Nummer 3 in Sachen Marktkapitalisierung, so schwach sind, während gleichzeitig so viel Geld in Megacap-Aktien geflossen ist. Wie ist das zu erklären? Das ist wirklich eine interessante Geschichte. Und natürlich, die Lage ist bullisch, Wells Fargo jetzt das Kursziel für den S&P 500 im nächsten Jahr angehoben. Strong Economy, Trumps Policy Changes, die Insider sehen es leider anders und verkaufen, wie wir hier rechts sehen, aber wer fragt schon die haben ja keine Ahnung. Und der Trump selber, der sagt, ich werde jetzt massiv meine Agenda vorantreiben und versucht eben auch Kandidaten hier
durchzubringen und sagt mir, ist mir egal, wenn es da Widerstand gibt, die eben Widerstand hervorrufen, Matt Gaetz etwa oder der designierte Außenminister Hegseth. Also da ist hier ein anderer Ton angesagt und hier ein Berater von Trump oder der ehemalige Press Secretary sagt, the agenda is clear, business as usual is over. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Man unterschätzt, welche Dynamik da jetzt aufkommt. Das ist eine Art konservative Revolution, die wir hier sehen. Ganz anders als 2016. Konservative Revolution ist ein Begriff, der auch in der deutschen Geschichte eine Rolle spielt. Es sind im Grunde Kräfte, die in der Weimarer Republik auf der sehr rechten Seite standen, aber nicht direkt jetzt Nazis waren, aber wahrscheinlich den Aufstieg der Nazis maßgeblich befördert haben. Ich will diese Vergleiche nicht ziehen. Ich sage nur, das ist schon ein revolutionäres Element. Und das hier der Fall ist und dann sehen wir eben, dass dieses Go Woke, Go Broke eben auch der Fall ist. Wir sehen das bei Boeing, die sich ja um so ziemlich alles gekümmert haben, als um Flugzeuggebau. Hier hat man eben auch eine so woke Agenda gehabt seitens der Konzernleitung und das geht irgendwann schief. In Deutschland geht es auch schief. Man glaubt, man könnte sozusagen durch Weichgespültheit irgendwie auf der Seite des Guten stehen und das würde dann reichen. Und so sind wir, wie Hans-Werner Sinn sagt, wir sind die Geisterfahrer, nicht die anderen. Wir glauben immer, die anderen sind die Geisterfahrer, aber nein, wir sind auf der falschen Seite. Und diese Krise der deutschen Industrie ist schlimmer als damals 2010, als Schröder mit der Agenda 2010 kam, sagt Sinn und sehe ich genauso. Wir sind an einem historischen Wendepunkt. Wir müssen jetzt die Kurve kriegen und zwar sehr bald. Zumal nächstes Jahr steigt die CO2-Steuer deutlich an. Das wird weiter steigende Kosten für Tanken und Heizen bedeuten. Und das wird für viele dann nicht mehr bewältigbar sein, auch für viele aus der Wirtschaft offenkundig. Und es ist kein Zufall, gleich erste Empfehlung, dass wir steil nach oben gehende Insolvenzen sehen. Ganz frische Daten, meine Damen und Herren, da ist die Druckerschwärze fast noch dran. Ja, bitte gerne weiterempfehlen über diese Social Media Buttons, die wo sie da oben sehen tun und dann die zweite Empfehlung, Bitcoin bei 100.000, dank Trump, Krypto bald im Weißen Haus, ja, ist er so ein Krypto-Fan, der Donald, gell? Also so ein Krypto-Fan. Wir werden sehen, das ist die zweite Empfehlung, jetzt sage ich Servus, ciao.